kann sagen, das ist die Keynote Lecture. Ich glaube, PSMA ist auch wirklich ein Hot Topic. Sehr schön, dass Professor Fendler aus Essen angereist ist, obwohl sie die Option gehabt hätten, das Ganze virtuell zu machen. Ich glaube, live ist doch noch einmal schöner. Sie leiten die translationale und onkologische Forschung in Essen und wir sind sehr gespannt auf die Ausführungen zur PSMA-Theranostik. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, für die Überleitung und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich freue mich sehr, dass es doch noch geklappt hat mit der Anreise aus dem Ruhrgebiet. Ich arbeite eben am Universitätsklinikum Essen, mitten im Ruhrgebiet, in einem nuklearmedizinischen Zentrum. Meine erste Folie ist gleich auch ein Blick in die Zukunft. Das ist natürlich noch nicht unser aktuelles Gebäude auf der linken Seite, sondern das ist das, was wir in Zukunft beziehen werden. Wir werden etwas wachsen und ein neues Gebäude beziehen, um diese theranostischen Therapien eben auszubauen und zunehmend anbieten zu können. Und ich freue mich, jetzt einen Einblick geben zu können eben in die neuen nuklearmedizinischen theranostischen Verfahren für das Prostatakarzinom. Zunächst nur ein Einblick in die möglichen Interessen, anderen Interessen, die ich haben könnte, einmal hier aufgeführt und damit starten wir auch schon in die Übersicht, die ich geben möchte. Und zwar, wie Sie wissen, das Prostatakarzinom wird in Wellen therapiert und zeigt einen Zunahme, einen Progress in verschiedenen Krankheitsphasen. Das startet von einer lokalen Erkrankung im Bereich der Prostata, im Bereich des Beckens, hin zu einer lokoregionären und einer zunehmenden Metastasierung, aber noch im kastrationssensitiven Stadium oder hormonsensitiven Stadium, wie es hier beschrieben ist mit MHSPC. Im weiteren Progress kann dann eben zum Beispiel das nicht metastasierte, kastrationsresistente Prostatakarzinom auftreten, das nicht mehr auf die Hormontherapie anspricht und für die konventionelle oder zumindest die Art der Bildgebung, die man wählt, in diesem Moment nicht metastasiert ist. Aber diese Betrachtungsweise werden wir etwas neu setzen mit der PSMA-Bildgebung. Und dann natürlich das fortgeschrittene Prostatakarzinom, das metastasierte CRPC oder, wie es hier beschrieben ist, das noch fortgeschrittene Advanced Prostate Cancer mit disseminierter, sehr fortgeschrittener Metastasierungssituation. Und auch in dieser Reihenfolge möchte ich einmal durchgehen, was die Nuklearmedizin aktuell an theranostischen Möglichkeiten hat, an Diagnostik und Therapie. Und das teilt sich in etwa so auf, dass wir in den früheren Stadien, lokal bis frühe Metastasierung, überwiegend Bildgebung anbieten können. Das war früher schon der Fall, aber mit der PSMA-PET eben noch etwas intensivierter. Und in den späten Stadien jetzt eben diese neuen Radioligantentherapien, die starten im Prinzip mit dem MCRPC-Stadium, mit der PSMA-Therapie. Das ist einmal der Auftaktüberblick anhand von zwei sehr schönen Grafiken, die im Lancet Oncology einmal veröffentlicht wurden zu diesem Thema. Auf der linken Seite unsere Bildgebungsmodalitäten, Knochenszintigraphie kennen Sie, neu in Anführungsstrichen ist die PSMA-PET-CT, zunehmend eingesetzt für die Diagnostik. Wichtig aus meiner Sicht auch noch einen kurzen Blick auf die FDG-PET-CT zu machen, die eben vielleicht eine neue Rolle gewinnen kann. Und die Nierenszintigraphie vielleicht als Zusatzdiagnostik beim Harnabfluss, auch beim Prostatakarzinom zur Therapievorbereitung. Auf der anderen Seite die therapeutischen Modalitäten und hier eben ein schönes Piktogramm aus Lancet Oncology, das darstellen soll, dass diese Therapien sich eben zunehmend daran orientieren, nicht nur Schmerzen zu lindern, einen Teilerfolg zu erzielen, sondern wirklich die Lebenszeit zu verlängern und die Zeit bis zu einem Progress zu verlängern. Deswegen hier einmal die Uhr dargestellt. Das eben der Fall für das Radium 223, die Knochentherapie beim MCRPC, das Lutetium-PSMA, Sie kennen wahrscheinlich die Ergebnisse der Vision-Studie, und neue Modalitäten wie die Actinium-Alpha-Therapie, Actinium-PSMA und das bekannte Samarium-Strontium, die bekannten Knochentherapien, die vorher schon da waren. Das ist so in etwa das Spektrum, das in der Routine angeboten wird und das eben hier sehr gerne zur Verfügung steht, zu einer effizienten Diagnostik und Therapie. Im Titel steckt bereits Theranostik, da muss ich das hier einmal auflösen. Was verstehen wir unter Theranostik? Warum ist das vielleicht auch ein neues Konzept, das die Versorgung und die Therapiesteuerung deutlich verbessern kann? Und hier das am Beispiel natürlich, PSMA ist das Schlüsselbeispiel für die theranostischen Anwendungen in der Nuklearmedizin. Das ist das prostataspezifische Membranantigen. Das ist nicht unbedingt prostataspezifisch, 100% prostataspezifisch, aber was sehr prostatakarzinomspezifisch ist, ist, dass es eben sehr stark, sehr hoch exprimiert wird auf Prostatakarzinomzellen. Und für dieses haben wir, und da ist eben dieser theranostische Ansatz auf der rechten Seite zu sehen, Liganden, kleine Moleküle, die daran binden,
die einen Chelator haben, so einen kleinen Käfig, in den wir verschiedene Radionuklide einbringen können. Also entweder diagnostische Radionuklide, Gallium 68, Fluor 18 für die Positronen-Emissionstomographie, oder wir können therapeutische, stark strahlende Nuklide einbringen, zum Beispiel zwei prominente Beispiele, das Lutetium 177 oder Actinium 225, Beta- und Alpha-Therapie genau des gleichen Targets. Wir machen ein Bild unseres Targets, unseres Prostatakarzinoms in der oberen Reihe dargestellt und wir therapieren exakt die gleiche Tumorausdehnung in unserer radioliganten Therapie. Also Diagnostik und Therapie kommen zusammen in diesem theranostischen Konzept. Und was dahinter steckt, sind natürlich molekulare Mechanismen, die Ligand bindet auf der Oberfläche. Ein Teil davon wird internalisiert und diese Internalisierung sorgt für eben eine andauernde Speicherung und Bestrahlung in den Prostatakarzinomzellen. Was sind die neuen Möglichkeiten, neue Aspekte, die wir dadurch durch diese Konzepte haben? Und das auch hier einmal dargestellt mit einem Nature-Piktogramm. Wir haben im Prinzip eine deutliche Erweiterung, deutliche Verbesserung der Diagnostik durch solche neuen Radioliganden. Wo wir vorher mit der konventionellen Bildgebung eher noch an der Oberfläche waren und zum Beispiel in bestimmten Stadien wie dem NMCRPC nicht genau detektieren konnten, wo die Erkrankung ist, sehen wir jetzt sehr, sehr genau und auch im Millimeterbereich, wo Prostatakarzinomzellen sind, wo sie lokalisiert werden können. Die Grenze liegt etwa bei 2 bis 3 mm, das kann man sehr gut nachweisen in der Histopathologie. Ab 2 bis 3 mm bei einem differenzierten Adenokarzinom kann die PET-Untersuchung diesen Tumor schon lokalisieren. Und wir kommen hier näher ran eben an die Wahrheit, an die wahre Tumorausdehnung des Patienten, was uns natürlich sehr viel helfen kann für die zukünftigen Therapiealgorithmen. Ich möchte hier einmal ein Patientenbeispiel darstellen, wie eben der Einsatz dieser neuen Diagnostik gelingen kann und was das für die Therapiesteuerung beitragen kann. Patient, 70 Jahre, bekannte Prostatasymptomatik, steigender PSA-Wert 11. Es wird eine Biopsie durchgeführt, nachgewiesen Adenokarzinom der Prostata in 8 von 12 Stanzen positiv, Gleason 9 und insgesamt also eine High-Risk-Situation. Was wurde hier durchgeführt? Zur Diagnostik natürlich multiparametrische MRT, um den lokalen Tumor darzustellen, zur Biopsieplanung, auch die Ausdehnung darzustellen. Es zeigt sich also ein bilaterales Prostatakarzinom, angedeutet mit extraprostatischer Ausdehnung. Sieht man hier so Richtung des Rektum eben Ausbeulungen, die rausgehen. Und man kann diesen Tumor lokal darstellen zur Planung. Auch hier durchgeführt, das, was eben in den Leitlinien seit langem drinsteht, bei High-Risk-Situationen, Durchführung der Knochenszintigraphie. In diesem Fall ist das ein Normalbefund ohne einen pathologischen Befund. Knochenszintigraphie eben mit einer begrenzten Sensitivität. High-Risk-Situation ist ja empfohlen, zum Beispiel in den deutschen Leitlinien, die PSMA-PET-CT einzusetzen. Das ist hier gemacht worden bei diesen Patienten. Es ist zusätzlich eine PSMA-PET-Untersuchung durchgeführt worden. Ich stelle Ihnen einmal dar, was wir hier gefunden haben. Das ist also ein Video dieser Tumorausdehnung, die auf der PSMA-PET zu sehen ist. Sie sehen die typische Darstellung in der Ganzkörper-PET-Untersuchung, oben die Speicheldrüsen als physiologische Anreicherung. In der Mitte sieht man die Leber und die Nieren. Und unten im Becken kann man also sehr gut darstellen den Prostatatumor primarius. Man sieht pelvine Lymphknotenmetastasen auf beiden Seiten. Kleine Punkte für kleine Metastasen, größere für größere Metastasen. Aber man sieht auch, Sie sehen es oben, hier eine Anreicherung, das ist eine Anreicherung der Rippe und man sieht eben auch hier im Retroperitonealbereich einen kleinen Punkt, also eine retroperitoneale Lymphknotenmetastase. Also durch den Blick in dieser molekularen Diagnostik zeigt sich, dass die Tumorausdehnung doch mehr ist als in der aktuellen Bildgebung dargestellt, also bilaterale Pelvino-Lymphknotenmetastasen, retroperitoneale Lymphknotenmetastasen und eine ossäre Filia der siebten Rippe links. Was bedeutet das für die Therapieentscheidung? Vorher hatten wir ein nicht metastasiertes lokales Prostatakarzinom, konventionell nicht metastasiert. In dieser neuen Bildgebung PSMA-PET ist es jetzt metastasiert. Und entsprechend wurde auch die Therapiesteuerung erweitert. Das ist also jetzt hier ein individuelles Konzept, denn für diese Situation gibt es ja noch keine guten Handlungsempfehlungen. Es wurde trotzdem eine lokale Therapie durchgeführt. Bestrahlung der Prostata und Samenlogen unter ADT, Prostatektomie und lokale pelvine Lymphadenektomie. Bestrahlung der siebten Rippe als zielgerichtete Therapie und zusätzlich eine Systemtherapie durchgeführt, eben für diese etwas ausgedehntere Beteiligung mit einem langfristigen guten PSA-Ansprechen und Abfall auf 0,08. Also diese genauere Diagnostik hat hier zu einer Eskalation der Therapieentscheidung
geführt und insgesamt für den Patienten mit einem guten Verlauf. Worauf basiert der Einsatz der PSMA-PET bei dieser Hochrisikosituation? Das sind letztlich die Daten mit der höchsten Qualität aus Australien. Hoffmann et al., Lancet 2020 veröffentlicht. Das war eine randomisierte Studie mit dem Titel Pro-PSMA, bei der Patienten entweder der konventionellen Bildgebung, also Computertomographie und Knochenszintigraphie, zugewiesen wurden oder dieser neueren Bildgebung PSMA-PET-CT. Und die Endpunkte waren diagnostische Endpunkte, Sensitivität, Spezifität, aber dann auch erweiterte Endpunkte durch der Einfluss auf das Management und auch interessant die Strahlenexposition, die Strahlenmenge, die hier abgegeben wurde. CT und Knochenszintigraphie bekanntermaßen zwei Untersuchungsverfahren, PSMA, PET-CT ein ambulantes Untersuchungsverfahren. Also bezüglich Terminierung und Terminen für den Patienten natürlich weniger aufwendig. Man sieht hier anhand dieser Sensitivitätsdarstellung auffallend ist, dass eine hohe Spezifität der Prostatakarzinomdetektion erhalten bleibt. Die Spezifität ist sehr hoch, in manchen Anteilen eben bei Darstellung von Metastasen sogar etwas höher in der PET-Diagnostik, aber wir sehen eine deutlich höhere Sensitivität für die Detektion von Metastasen, also jeder Metastasierung, sowohl der lokorregionären als auch der Fernmetastasierung in dieser randomisierten Phase-3-Studie. Und insgesamt ist die Take-Home-Message dieser Studie, dass bei Patienten mit High-Risk-Prostatakarzinom die PSMA-PET eben eine höhere Genauigkeit für die Detektion von vor allem lokorregionären Metastasen, aber auch Fernmetastasen bietet im Vergleich zur CT- und Knochenszintigraphie. Im Übrigen bezüglich Strahlenexposition war es eine signifikant geringere Strahlenexposition für den Patienten, falls das eben in der Beratung eine Rolle spielen sollte. Das ist die Situation zur primären, zum initialen Staging beim Hochrisikoprostatakarzinom. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie sieht es aus bei dem biochemischen Rezidiv des Prostatakarzinoms? Das ist eine Entität, eine Situation, in der eben eine hohe Notwendigkeit bestand und besteht, den Prostatatumor zu lokalisieren. Denn bei einem niedrigen PSA-Wert war die bisherige Bildgebung eben da nicht ausreichend sensitiv. Und das ist hier einmal untersucht worden. Wir haben das mit Kollegen in den USA untersucht, wie hoch die Genauigkeit ist der PSMA-PET in dieser Situation anhand von 635 Patienten. Untersucht wurde die Detektionsrate, aufgeteilt für verschiedene PSA-Bereiche beim biochemischen Rezidiv. Der positiv prädiktive Wert, also wenn ich einen positiven Befund habe, lässt sich der auch validieren. Und der Einfluss auf das Management. Hier steht es schon, bei 46% der Patienten hat nach dieser PET-Untersuchung sich eine große Änderung ergeben, also der Wechsel beispielsweise von einer geplanten Hormontherapie auf eine lokale Therapie oder andersrum. Wie sieht das aus mit der Darstellung? Also was sind meine Chancen, meine Wahrscheinlichkeiten, einen Tumor zu detektieren? Und da gibt es eben diesen Bereich, den man sich recht einfach merken kann. Also um den PSA-Wert von 0,5 hat man etwa 50% Chance, dass diese Bildgebung einen Tumorherd darstellen kann, der dann auch natürlich Prostatakarzinom ist. Ab einem PSA-Wert von 0,5 und 1 steigt die Detektionsrate deutlich an. Da reden wir dann eben schon von über 70-80% der Patienten, bei denen ein Tumor lokalisiert werden kann. Was aber auch ansteigt, ist der Anteil an Patienten, der eben eine ausgedehntere Erkrankung hat, natürlich multiple Regionen, ossäre Metastasen oder eben in manchen Fällen auch viszerale Metastasen, die dargestellt werden können, hier einmal in blau, in diesen blauen Balken. Was war der positiv prädiktive Wert? Der war sehr hoch, validiert mit Histopathologie, validiert mit dem klinischen und dem bildgebenden Follow-up und der war eben über 80%, sowohl für die Subgruppe an Patienten mit histopathologischer Validierung als auch für Patienten mit anderer Follow-up-Bildgebung. Also insgesamt eine hohe Detektionsrate, ein hoher positiv prädiktiver Wert für die Darstellung und eben bei etwa jedem zweiten Patienten mit einem großen Einfluss auf die Therapieentscheidung nach dieser Diagnostik. Wir gehen einen Schritt weiter, eben in das nicht metastasierte kastrationsresistente Prostatakarzinom, also im Prinzip das Re-Rezidiv unter einer nicht mehr effizienten Hormontherapie. Und hier genau die gleiche Frage, was kann die PSMA-PET-Untersuchung beitragen, was kann sie einbringen in dieser Situation? Und das haben wir versucht eben multizentrisch über mehrere Zentren international zu untersuchen.
Was passiert, wenn Patienten in diesem konventionellen NMCRPC-Stadium eine PET-Untersuchung erhalten? Was finde ich? Welche Tumorausdehnung ist zu sehen? Und zunächst kann man sehen, in dieser Studie sind 200 Patienten, haben diese PET erhalten in diesem Setup mit erhöhtem Risiko für Metastasen, also eine Verdopplungszeit, PSA-Verdopplungszeit unter 6 Monaten oder Gleason-Score 8 oder höher. Und bei fast allen Patienten konnte die PSMA-PET einen Tumorherd darstellen, eben deutlich über 95%. Und interessanterweise auch bei der Hälfte der Patienten, mehr als der Hälfte der Patienten, konnten Metastasen dargestellt werden. Also es zeigt sich in der Bildgebung der formellen Anwendung eines neuen, sensitiveren Verfahrens eben ein deutliches Upstaging mit einem Übergang von MMCRPC zu einem PET-gesteuert metastasiertem Stadium bei mehr als der Hälfte der Patienten. Und die Metastasierungen waren sowohl Lymphknoten- als auch Knochenmetastasen überwiegend und bei einem sehr geringeren Anteil der Patienten mit viszeralen Metastasen. Was bedeutet diese Detektion jetzt für die Therapieentscheidung? Ist es so, dass diese Patienten eben vielleicht eben nicht mehr die bisherige Therapie erhalten sollten für das NMCRPC? Und das ist, zumindest die Daten deuten an, dass das natürlich nicht der Fall ist. Wir haben hier ein formelles Upstaging durch eine neuere Modalität. Wir haben Risikofaktoren für eine Metastasierung anhand dieser Kohorte untersucht und übertragen auf die sogenannte Spartan-Studie, die Apalutamid untersucht hat, und konnten sehen, dass diese hier in dick dargestellten Risikofaktoren wie Gleason-Score von 8 oder höher oder Baseline-PSA-Wert von 5,5 oder höher oder lokal-regionäre Metastasierung, dass diese Faktoren eben in der Spartan-Studie nicht assoziiert waren mit einem schlechteren Ergebnis unter der Apalutamid-Therapie mit einem verkürzten MFS. Das heißt, die Risikofaktoren, die wir identifiziert haben für eine Tumorausdehnung, für eine Metastasierung auf der PSMA-PET, wurden in der Spartan-Studie eben nicht assoziiert mit einem schlechten Ansprechen auf Apalutamid, was zumindest andeutet, dass diese Patienten, es handelt sich natürlich um die gleiche Patientengruppe und auch es ist davon auszugehen, dass die Hormontherapie, die indiziert ist für das konventionelle NMCRPC, sich eben nicht von der PET-Diagnose groß beeinflussen lassen sollte. Also insgesamt haben wir bei diesem NMCRPC-Stadium gesehen, dass die PSMA-PET bei fast allen Patienten Tumorherde darstellen kann und bei mehr als 55% oder bei mehr als der Hälfte der Patienten auch Metastasierungen darstellen kann, Fernmetastasen. Aber die Daten deuten an, dass diese Patienten natürlich trotzdem on-label sind, also weiterhin Kandidaten sind für diese neuen Androgentherapien, die hier eingesetzt werden können. Um das einmal sehr plakativ oder zusammenfassend darzustellen: Das konventionelle NMCRPC wandelt sich um durch die PSMA-PET eben zur Hälfte in ein PET-MCRPC und zur Hälfte bleibt es bei einem NMCRPC, wie das Label vorher war. Aber es sind alles noch die gleichen Kandidaten für diese NMCRPC-Therapien. Und es ist natürlich wichtig, auf die Kommunikation zu achten. Also wie spricht man über diese Patienten? Ist nach konventioneller Bildgebung der Patient in dieser Kategorie oder eben nach der modernen, neueren PSMA-PET-Untersuchung, wenn sie denn zur Verfügung steht? Das ist die aktuelle Situation aus meiner Sicht für das NMCRPC. Es ist je nach Wahl der Bildgebungsmodalität, der Untersuchungsmodalität, würde man verschiedene Ergebnisse bekommen. Bei der Knochenszintigraphie sieht es am schlechtesten aus, da wird man sehr wahrscheinlich nichts finden, einfach wegen der geringen Sensitivität. Bei der PET, wie dargestellt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine ausgedehntere Tumorerkrankung und CT und MRT sind zwischendrin. Wir stehen also hier etwas zwischen den Stühlen und müssen in der Zukunft schauen, dass wir diese neue Bildgebung einbinden in die Kommunikation, aber auch in klinische Studien, um eben diese Situation der verschiedenen Darstellungen, der verschiedenen Modalitäten aufzulösen. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, zwei Patientenbeispiele, wie kann so etwas eben in der Praxis aussehen, wenn die PSMA-PET zur Verfügung steht. Patienten mit Zustand nach Prostatektomie, lokaler Strahlentherapie, Hormontherapie, der PSA-Wert steigt, ist hier, hat eben schon etwa 11 erreicht, initial hohes Risiko mit Gleason 10. Zur Tumorlokalisation wurde eben unter Hormontherapie diese PSMA-PET-Untersuchung durchgeführt und man sieht in der PET-Untersuchung eine metastasierte Situation mit retroperitonealen Lymphknotenmetastasen, kleineren Knochenmetastasen und hier auch sehr schön dargestellt, die mit einer Nadelbiopsie eben histologisch gesichert werden konnten. Und insgesamt ist dieser Patient also nicht von konventionell MNCRPC vorab, ist er reingekommen, durch diese zwei Modalitäten ist er jetzt metastasiert, nodal,
und knochenmetastasiert, ist aber immer noch ein Kandidat für Apalutamid, hat es erhalten. Und das Konzept der Systemtherapie ist für diesen Patienten natürlich deutlich besser geeignet als irgendeine Art von lokaler Therapieform. Ein zweites Patientenbeispiel, was kann eben auch ermöglicht werden durch diese neue Bildgebung, sind also neue Aspekte. Zustand nach Prostatektomie und Hormontherapie, auch hier ein steigender PSA-Wert unter Hormontherapie von 2,9. Gleason Score 7 initial. Eine ausgedehnte Vorbildgebung, Knochenszintigraphie ist durchgeführt worden, CT, Cholin-PET-CT, PET-MRT sogar, die eben alle negativ waren. Also eine herausfordernde Situation, der Patient wollte nicht locker lassen, das ist auch ein eher früher Fall, wo diese PSMA-PET zum ersten Mal zur Verfügung stand. Und man hat hier also interessanterweise pulmonal eine Läsion gefunden, die in der CT nicht darstellbar war. Also wir können hier dynamisch durchscrollen, es war absolut nichts zu sehen in der CT-Untersuchung. Da handelt es sich um dann später bronchoskopisch gesicherte parabronchiale Metastase eines Prostatakarzinoms, eine singuläre Herd in der Lunge. Und dieser singuläre Herd ist anschließend mit CyberKnife, also mit einer lokalen oder zielgerichteten Therapie behandelt worden. Und der Patient hatte einen guten PSA-Abfall und auch ein längerfristiges PSA-Ansprechen. Also hier ein neues Konzept. Die Datenlage ist sehr dünn. Das ist eine individuelle Therapieentscheidung, aber auch das wird ermöglicht, zumindest das in klinischen Studien weiter zu untersuchen und dem weiter nachzugehen, ob hier die PSMA-PET der zielgerichteten Therapie in dieser Situation eine höhere Effizienz verleihen kann. Wie sieht das mit dem MHSPC aus? Vielleicht noch eine andere Entität, die wir einmal betrachten können. Bei der MHSPC-Diagnostik haben wir eine Unterscheidung zwischen Low-Volume- und High-Volume-Disease-Gruppen. Eben verschiedene Krankheitsgruppen, die unterschiedlich auf die Systemtherapie ansprechen können, die unterschiedliche Aspekte haben bezüglich der Frage, ob man eine zusätzliche lokale Therapie geben sollte. Und hier ist ein Patientenbeispiel, wie sich eben diese Erkrankungsvolumina ändern können mit der Hinzunahme einer neuen Bildgebung, also der PSMA-PET. Patient mit initial High-Risk Prostatakarzinom, Gleason Score 8, initialer PSA 18, war eben initial metastasiert und man sieht hier in der MRT-Bildgebung die Knochenmetastasen, einmal mit Pfeilen dargestellt, und pelvine Lymphknotenmetastasen auf der rechten Seite im Becken. In der CT-Bildgebung kann man eben auch beides darstellen. Die Knochenmetastasierung ist nicht so ausgedehnt, aber man kann einzelne sklerotische Herde schon sehen, aber eben noch insgesamt unter 3, sodass dieser Patient nach der konventionellen Bildgebung eben noch in die Charted Low-Volume-Gruppe passen würde. Aber durch die PSMA-PET-Einsatz, auch hier zeigt sich ein Upstaging, man sieht eben diese vielen kleinen Lymphknotenmetastasen, die in dem Fall dargestellt sind, auch retroperitoneal zu sehen sind. Einmal hier retroperitoneale Lymphknotenmetastasen mit intensiver Anreicherung, eine deutlichere Tumorausdehnung, Pelvin und eben auch mediastinale Lymphknotenmetastasen, die positiv sind. Auf der rechten Seite sieht man einmal die Ganzkörperdarstellung. Das Erkrankungsvolumen war insgesamt auch relativ hoch, wenn man das volumetriert, eben über 40 Milliliter. Und hier ergibt sich durch den Einsatz der PSMA-PET ein Übergang von einer Low-Volume, definitionsgemäß Low-Volume-Situation, in eine doch deutlich ausgeprägtere Erkrankung aus der Sicht der PSMA-PET im High-Volume-Erkrankung. Und das ist auch eine Herausforderung eben für die neue Kommunikation in diesem Setting, wenn die PSMA-PET eingesetzt wird. Was macht man in dieser Situation? Würde man diesen Patienten wirklich noch als Low-Volume nach den Chartered-Kriterien behandeln und einsetzen? Oder ist das vielleicht eben eine Entität, die nicht genau genug erfasst wurde initial? Wie sieht der Einsatz der PSMA-PET aktuell aus? Hier auch nochmal aufgeteilt in diese verschiedenen Erkrankungsstadien. Für das initiale Prostatakarzinom oder das frühe biochemische Rezidiv ist es so, dass die PSMA-PET der Knochenszintigraphie, der CT und in separaten Studien auch der MRT für die Diagnostik der lokoregionären, aber auch Fernmetastasen überlegen ist. Es kann die Lokalisation des Prostatakarzinoms und des Rezidivs deutlich verbessern und es hat einen deutlichen Einfluss auf die Therapiesteuerung, sowohl bei der initialen Entscheidung als auch bei der Rezidiventscheidung. Bei dem NMCRPC-Setup hatte ich das vorhin schon dargestellt, hier nochmal die Zusammenfassung, es kommt zu einem Upstaging bei jedem zweiten Patienten. Trotzdem ist es noch die gleiche Entität, trotzdem sind das natürlich Kandidaten, die immer noch von einem nach konventioneller Bildgebung indizierten Therapie profitieren können. Bei der MHSPC-Situation ist auch davon auszugehen, dass ein Einsatz der PSMA-PET zu einem Upstaging führen wird, zu einem höheren Volumen der Erkrankung. Aber wir haben eben versucht, in so einer Studie darzustellen, dass man mit neueren Kriterien der PSMA-PET diese
Volumeneinteilungen der Chartered- und Stampede-Studien simulieren kann, nachvollziehen kann und vielleicht auch neue Erkrankungskategorien hinzugewinnen kann, wie zum Beispiel der unifokalen oder der oligometastasierten Situation. Und der nächste Schritt ist natürlich, wie initial dargestellt, der Übergang im Rahmen der Theranostik von einer reinen Diagnostik zu einer Vorbereitung der Therapie als diagnostisches Tool und als Biomarker für eben die PSMA-gerichtete Radioligandentherapie. Bevor wir dann zur Therapie übergehen, noch einmal ein Blick in die aktuellen klinischen Leitlinien. Das ist sicherlich keine vollständige Darstellung. Ich habe ja einmal versucht zusammenzutragen, alle Leitlinien, die ich kenne, in denen PSMA-PET erwähnt ist. Ich habe das vor 3 Jahren schon mal gemacht. Da gab es nur eine Zeile, das war im Prinzip die EAU-Zeile. Da war beim biochemischen Rezidiv stand dann Perform drin. Jetzt 3 Jahre später sieht die Situation so aus. Aufgeteilt nach Initialstaging, biochemischer Persistenz, biochemischem Rezidiv und auf der rechten Seite das fortgeschrittene Prostatakarzinom. Beim Fortgeschrittenen, nur um das gleich zu erwähnen, ist es natürlich obligat, vor einer PSMA-Radioligantentherapie die PSMA-PET durchzuführen. Das steht in keiner Leitlinie drin, aber das ist natürlich klinischer Standard. Ansonsten gibt es hier keine wesentlichen Empfehlungen, außer in den neuen NCCN-Leitlinien. Da ist jetzt die PSMA-PET fast über 100 Mal zitiert. Da steht auch drin, dass die der aktuellen Bildgebung eben mindestens genauso effizient ist, wenn nicht sogar überlegen ist. Ansonsten sehen Sie im Prinzip in dieser Heatmap, dass im Bereich des biochemischen Persistenz und des biochemischen Rezidivs es also starke Empfehlungen gibt der europäischen Leitlinie, so intermediäre Empfehlungen der deutschen Leitlinie und der ESMO-Leitlinie und dann auch noch klare Statements der NCCN-Leitlinie, dass das hier die führende Bildgebungsmodalität ist, wenn der Tumor lokalisiert werden soll. Und eben eine neue Entwicklung durch die Pro-PSMA-Studie auch im Bereich des Initialstagings hier zu sehen. Die EAU-Leitlinie, die NCCN-Leitlinie positionieren sich eben hier auch für eine höhere Genauigkeit der PSMA-PET-Bildgebung beim Patienten mit einem High-Risk-Prostatakarzinom. Die deutsche Leitlinie eher mit einer relativen, aber trotzdem einer ausgesprochenen Empfehlung, dass es durchgeführt werden kann. Also die aktuelle Situation, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber es sieht so aus, als würde die PSMA-PET eben zu der Standarddiagnostik in vielen Bereichen des Prostatakarzinoms werden, was sie, denke ich, auch in vielen Bereichen leisten kann. Wir gehen einmal über von der Diagnostik, der Betrachtung der Lokalisation des Tumors zu einem therapeutischen Ansatz. Und hier ist es auch einmal dargestellt mit einem innovativen Bild eben aus Nature. Was kann diese Kombination bringen? Ist es nur eine reine Diagnostik und dann kann man natürlich die Therapie anschließen? Oder ist es mehr? Und ich glaube, dass dieser theranostische Zusammenhang wirklich neue Aspekte bringen kann. Dass wir hier näher an eine Präzisionsonkologie und eine individualisierte Medizin herankommen. Dass diese Bildgebung, wenn wir sie richtig einsetzen, doch die Chance hat, Patienten auszuwählen. Vorherzusagen, wie das Ansprechen der einzelnen Therapien sein kann, vor allem der gleichen Modalität, also der PSMA-gerichteten Therapie. Wir können die Therapieplanung präzisieren, indem wir beispielsweise dosimetrische Berechnungen machen vor einer Therapie. Und wir können dem Therapieplan sehr, sehr gut folgen, weil wir immer wieder Bildgebung gewinnen, sowohl mit der PET als auch unter den therapeutischen Verfahren immer wieder eine Aufnahme des Prostatakarzinoms gewinnen. Und wir können hier eben das Ansprechen sehr früh und sehr gut darstellen, wie ich versuche, Ihnen in den nächsten Folien darzustellen. Das wäre so ein Ziel der zukünftigen Anwendung, dass wir diese Bildgebung einsetzen können, um Kandidaten zu identifizieren, die vielleicht besser von einer Chemotherapie profitieren, weil sie eben keinen PSMA-positiven Phänotyp haben. Kandidaten, die sehr gut positiv sind, dann vielleicht von einer Lutetium-PSMA-Therapie profitieren. Und Kandidaten, die reine Ossiäre-Metastasen vielleicht dann von einer Ossiäre-gerichteten Therapie profitieren. Dass wir hier eine höhere Präzision durch die Kombination und eine höhere Individualisierung der Therapie durch die Kombination Bildgebung und Therapie erreichen können. Wie sieht der aktuelle Stand aus für die Lutetium-PSMA-Therapie? Relevante Studien für den klinischen Einsatz der Lutetium-PSMA-Therapie. Da sind 2 Studien zu nennen. Einmal die Therapy-Studie, eine akademisch initiierte und geförderte Studie aus Australien, eine große Errungenschaft. Die Kollegen um Herrn Hoffmann haben hier über mehrere Zentren Patienten randomisiert, mCRPC, Post-Docetaxel, geeignet für Capacitaxel, randomisiert auf entweder Lutetium-PSMA oder dann doch Capacitaxel-Therapie. Und der primäre Endpunkt war die PSA-Response-Rate, also das PSA-Ansprechen. Klingt nach einem etwas
schwächeren Endpunkt, ist sicherlich auch nicht so stark wie das Overall Survival, aber man muss natürlich klar verstehen, das ist eine akademische Studie. Das ist schon eine sehr große Errungenschaft, dass sie es zu 200 Patienten finanziell geschafft haben. Das mehr, also eine höhere Powering für Overall Survival aus meiner Sicht ist für akademische Studien auch nicht möglich, obwohl dieser Endpunkt natürlich in Zukunft untersucht wird. Was wurde hier gefunden? Also zunächst zum primären Endpunkt. Wichtig zu wissen, die Patienten wurden selektiert mit PSMA-PET-Bildgebung und mit FDG-Bildgebung, also eine sehr genaue Diagnostik. Wenn sich hier ein Mismatch ergeben hat, wenn Tumorherde PSMA negativ waren, wurden Patienten nicht therapiert. Und was wurde gefunden? Der primäre Endpunkt war positiv. Lutetium-PSMA hat eine signifikant bessere Reduktion des PSA-Werts gezeigt. Bei 66% der Patienten ist der PSA-Wert um 50% oder mehr abgefallen, versus 37% für die Kapazitär-Zielgruppe. Bezüglich Grad 3 und Grad 4 Nebenwirkungen sah es eben auch geringer aus bei Lutetium-PSMA, 35% versus 54% für Kapazitaxel. Und wie sieht es mit der Dauer des Ansprechens aus? Das ist hier die Zeit bis zu einem PSA-Progress. Und man sieht, dass die Lutetium-PSMA-Kurve etwas über der von Kapazitaxel ist, also ein signifikant längeres BPFS, biochemisches progressionsfreies Überleben für diese Patienten in der Therapiestudie. Und das kennen Sie sicherlich mittlerweile, ist im Juni im Lancet veröffentlicht worden, einmal gegenübergestellt, die Vision-Studie, Sator et al., die untersucht hat, das mCRPC-Setting nach ein oder zwei Taxan-Chemotherapie-Regimen und nach mindestens einer neuen Hormontherapie, zum Beispiel Abiraterone oder Enzalutamid. Und hier wurden Patienten in eine große Kohorte, das ist eine auch von Zulassung abgezielte Studie, wurde randomisiert 2:1 gegen Lutetium-PSMA, plus Standard of Care versus Standard of Care. Das heißt, hier waren aktive Therapien möglich, sowohl im Vergleichsarm als auch parallel zur Lutetium-PSMA-Therapie. Und hier sehen Sie einmal die drei vielleicht wichtigen Endpunkte. Diese beiden sind die primären Endpunkte der Studie gewesen, also das rPFS dargestellt, signifikant verlängert, 8,7 Monate für Lutetium-PSMA plus Standard of Care versus 3,5 Monate für Standard of Care. Auch das Overall Survival signifikant verlängert und vielleicht, das ist noch wichtig zu wissen, als so eine Art Indikator für wie aktiv ist denn die Therapie, es ist ja eine aktive innere Strahlentherapie, 50% ansprechen bei eben der Lutetium-Therapie versus 3% beim Vergleichsarm. Also insgesamt ist die Studie eben für diese Endpunkte positiv ausgefallen und würde dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch zu einer Zulassung von Lutetium-PSMA im nächsten Jahr für diesen Bereich, in diesem Bereich, für die Anwendung beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom führen. Wie können wir jetzt diese beiden Untersuchungen, Bildgebung und die Therapie, besser zusammenbringen? Und wir haben das hier versucht, mit Zentren zu untersuchen, die diese Lutetium-PSMA-Therapie seit längerem durchführen, haben ein internationales Konsortium gebildet mit 6 Zentren und haben 270 Patienten untersucht auf prädiktive Faktoren, die das Ansprechen unter der PSMA-Therapie vorhersagen können. 270 Patienten über 6 Zentren wurden aufgeteilt in eine Entwicklungskohorte, Development-Kohorte und eine Validierungskohorte, komplett separate Patientendatensätze. Und mit dieser Aufteilung eben von retrospektiven Studienkohorten konnten wir ein prädiktives Nomogramm entwickeln, das das Gesamtüberleben und die Zeit bis zu einem Progress unter der PSMA-Therapie vorhersagen kann. Und hier ist einmal dieses Nomogramm dargestellt. Nomogramme funktionieren ja so, ich glaube, ich muss Ihnen das nicht unbedingt erklären, je größer der Balken ist, desto stärker ist dieser prädiktive Faktor und dann kann man mit diesen Punkten eben, kann man die Punktewerte ablesen und kann durch Aufsummierung der Punkte eben das 12-Monats- oder 18-Monats Überleben der Patienten errechnen aus diesem Nomogramm. Vielleicht wichtig zu sehen auf der rechten Seite ist eben die Kalibrierung dieses Nomogramms anhand der Validierungskohorte und da sieht man, dass es eine sehr gute Übereinstimmung gibt zwischen dem, was das Nomogramm vorhersagt an Gesamtüberleben nach 12 Monaten und dem, was wirklich tatsächlich beobachtet wurde in dieser Validierungskohorte, was eben für eine höhere Genauigkeit spricht. Das ist auf der einen Seite ein klinisches Tool, das eingesetzt werden kann für vielleicht Vorplanungen, aber auch für Studienplanungen. Auf der anderen Seite gibt uns das aber sehr interessante Informationen zu den wirklich prädiktiven Faktoren. Und zwar hier ist es so, dass von den eingeschlossenen Faktoren, von diesen 7 eingeschlossenen Faktoren, die multivariat eben prädiktiv waren, sind 4 von der PSMA-PET entnommen. Das ist einmal der SUV-Wert, also wie stark, wie intensiv war die PSMA-Expression, wie viele Läsionen waren zu sehen auf der PSMA-PET-Bildgebung.
Und waren Lebermetastasen zu sehen, ja oder nein? Auch eben wieder Faktoren der PSMA-PET-Bildgebung. Also hier vier Faktoren, die direkt aus der Bildgebung entnommen werden und die sehr stark das Gesamtüberleben der Patienten vorhersagen können und die Prognose bestimmen können. Dieses Nomogramm ist also erstellt worden für mCRPC und ist auch online abrufbar. Falls Sie eben aktive Therapieprogramme haben, Patienten beitragen, kann man das also online einsehen, auch diese Risikosituationen berechnen für den Patienten, kann zusätzliche Informationen gewinnen, vielleicht für Therapieentscheidungen. Und das sind also wichtige prognostische Faktoren und das kann in Zukunft helfen, weitere klinische Studien oder den klinischen Alltag etwas besser zu strukturieren. Wie sieht die Situation innerhalb der Kohorten aus? Wenn man dieses Nomogramm anwendet und die Kohorten aufteilt anhand der Risikofaktoren, und das ist hier einmal mittels ROC-Analyse anhand des optimalen Cut-offs aufgeteilt worden, dann sieht man eben deutliche Unterschiede im Gesamtüberleben für die High-Risk-Gruppe, also mit vielen Risikofaktoren anhand der ROC-Analyse versus der Low-Risk-Gruppe von 25 Monaten versus 7 Monaten. Also in Kombination der Risikofaktoren kann hier eine sehr gute Unterteilung in zwei verschiedene Risikosituationen, High versus Low-Risk, gelingen. Wir schauen uns ein Patientenbeispiel an zur PSMA-Therapie. Was kann die Bildgebung beitragen? Was gibt es für wichtige Aspekte, die man hier sehen kann? Und da möchte ich auch nochmal das FDG ins Spiel bringen. Für uns ist es mittlerweile Standarddiagnostik, Patienten vor der PSMA-Therapie beide Untersuchungen zukommen zu lassen. Zum einen ist es so, dass die Therapie natürlich ein längerfristiger Prozess ist, aufwendig für den Patienten und in der Durchführung, also nicht intensiv aufwendig, aber es ist natürlich bedingt eine gewisse Vorbereitung und Planung. Und da ist es gut, vorher genau hinzuschauen, ob dieser Patient wirklich geeignet ist. Und diese zwei Bildgebungen kann man sehr gut auch in einem Tag durchführen. Der Patient bei uns bekommt am Morgen die PSMA-PET und dann mit der gleichen Vorbereitung, mit dem gleichen Zugang, 4 Stunden später die FDG-PET-Untersuchung. Und dann ist er am gleichen Tag mit diesen Untersuchungen fertig. Wir schauen uns beide Bilder an. Hier sieht man bei diesem Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom das Verteilungsmuster. Insgesamt also eine sehr intensive, in Anteilen intensive PSMA-Expression der Tumorherde. Aber uns ist natürlich im FDG-PET sofort aufgefallen, dass wir hier so einen sehr intensiven Herd haben im Bereich der Lunge, aber keine Anreicherung im PSMA-PET. Das ist sehr auffällig, also hier nochmal dargestellt. Eine Lungenverdichtung, Lungentumor, Lungenherd, und der ist eben ein Mismatch-Befund, der ist FDG-positiv und PSMA-negativ. Eine rote Flagge musste natürlich bioptisch abgeklärt werden und hier eben ein seltener Fall, aber trotzdem sehr wichtig für den Patienten. Es ist bioptisch nachgewiesene Bronchialkarzinom gewesen und dadurch hat sich das Management eben deutlich verändert in eine Richtung einer Chemotherapie, die auch für das Bronchialkarzinom dann geeignet ist. Also taxanbasierte Chemotherapie. Für uns, wie gesagt, eine Standarddiagnostik, beides zu kombinieren, weil einfach die Präzision etwas höher ist für die Einteilung oder für die Zuteilung der Patienten. Ich habe es initial erwähnt, wir können also Patienten selektieren, aber wie sieht es aus mit dem Einsatz der Bildgebung im Follow-up, also mit dem Verlauf der Therapie? Und das haben wir versucht hier nochmal zu untersuchen, auch in einem ähnlichen multizentrischen Setting. Wir haben verschiedene Zentren zusammengebracht und haben uns angeschaut, was können wir aus der Information gewinnen, der Ausgangs-PET-Untersuchung und einer Interim-PET-Untersuchung nach 2 Zyklen einer Lutetium-PSMA-Therapie. Und hier wurde das Erkrankungsvolumen gemessen, also wirklich volumetriert, wie viel Tumorerkrankung zu sehen ist und gemessen, ob neue Läsionen aufgetreten sind unter der Therapie oder nicht. Das ist hier einmal im Piktogramm dargestellt. Also man kann sehr gut eine Volumetrie des Tumors machen. Man kann wirklich darstellen, wie viel Milliliter Tumor ist denn vorhanden vor Ausgang der Therapie und dann nach 2 Therapiezyklen. Und diese zwei Informationen wurden einmal aufgetragen mit dem Gesamtüberleben der Patienten. Auf der linken Seite sieht man das PSA-Volumen anhand von 30% Cut-off in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Man sieht eine signifikante Auftrennung. Patienten, die eben eine Reduktion des Volumens hatten, hatten ein längeres Überleben als Patienten, die eine Zunahme des Volumens hatten unter der Therapie. Und das Gleiche ist eben auch bei neuen Läsionen. Also wenn neue Läsionen aufgetreten sind, ist es natürlich ein schlechter Faktor gewesen. Und es gelingt, diese Faktoren zu kombinieren im Rahmen eines neuen Systems für das Therapieansprechen, um das Ansprechen unter der Therapie mit der PSMA-PET-Bildgebung genauer zu bestimmen und vorherzusagen, wie denn das Überleben, das weitere Überleben darunter sein wird, um die Bildgebung als neuen Biomarker zu gewinnen für das Therapieansprechen. Und wir haben das hier einmal zusammengefasst und versucht darzustellen, dass man mit einem neuen System, mit so einem Response Evaluation Criteria in PSMA PET Imaging in der Kombination aus dem PSA-Volumen und dem Auftreten von neuen Läsionen Kategorien bilden kann,
Partial Response, Progressive Disease und Stable Disease, die dann, wenn man sie anwendet, eben diese genaue Auftrennung möglich machen für das Therapie entsprechender Patienten. Und das ist ein möglicher neuer Ansatz, wie man die Bildgebung auch unter der Therapie einsetzen kann, um in Zukunft früher Bescheid zu wissen, ob dieser Patient noch von einer weiteren Therapie profitieren kann oder besser auf eine andere Therapie, auf einen anderen Ansatz dann wechseln sollte. Also insgesamt ist es so, dass PSMA-PET ist also nicht nur ein Prognost oder ein Marker für die Selektion der Patienten, sondern es kann auch ein Biomarker sein für das Ansprechen, für das Therapie-Monitoring unter Lutetium-PSMA. Es gibt diese von uns jetzt die dargestellten RECIP-Kriterien, die wir eben auch in Leitlinien einbinden werden. Und diese RECIP-Kriterien sollten aus unserer Sicht in Zukunft häufiger angewendet werden und dann eben auch für multizentrische oder für prospektive Studien sowie PCWG3-Kriterien auch dann validiert werden und eingesetzt werden. Ein Ausblick, was sind die nächsten Schritte, was können eben neue innovative Ansätze sein für die Radioligantentherapie und für die Theranostik? PSMA-Ansätze, Therapien und Diagnostik proliferiert aktuell. Es nimmt also deutlich zu, wenn man sich anschaut, wie viele Studien wir zur PSMA-Therapie hatten 2016. Das sind also prospektive Studien, das waren einzelne Studien, die gestartet haben. Wir haben eine deutliche Zunahme und 2020 eben mehr als 50 prospektive Studien, aufgeteilt überwiegend in Nordamerika und Europa, aber auch sehr viele in Australien. Die Aktivität nimmt zu und man kann hier auch einzelne Schlüsselstudien nennen, die aktuell laufen oder schon abgeschlossen sind. Die Vision-Studie haben wir uns gerade angeschaut, ist bereits abgeschlossen, aber die anderen Bereiche der Erkrankung werden zunehmend erfasst durch die PSMA-Therapie. Also allein für Lutetium-PSMA haben wir hier den Einsatz vor Docetaxel, wir haben den Einsatz im Bereich des MHSPC, wir haben die Kombination mit Olaparib, die aktuell prospektiv einarbig untersucht wird, die Kombination mit der Immuntherapie und wir haben auch Studien zur neoadjuvanten Einsatz der Lutetium-PSMA-Therapie. Und das sind sicherlich sehr spannende Daten, die uns dann in Zukunft für diese Einsatzfelder erwarten und hoffentlich eben auch positive Ergebnisse für die Patienten. Es können andere Ausblicke sein und andere neue Ansätze, die wir einsetzen können. PSMA ist vielleicht nicht das einzige Target, das zur Verfügung steht. Es gibt auch noch andere. Es gibt beispielsweise neue Ansätze zur Therapie des Fibroblasten Activation Proteins. Das sind also Marker von tumorassoziierten Fibroblasten, die in diesem Tumorumgebung proliferieren und aktiviert sind. Und auch für die gibt es kleine Liganden, die wir markieren können in diesem Chelator mit entweder Gallium oder Yttrium für die Therapie. Hier sind wieder Beispiele dargestellt. Oben ist das PET-Bild für die Diagnostik, unten ist die Posttherapie-Szintigraphie unter einer Yttrium-FAP-Therapie dargestellt. Und das Konzept ist sehr, sehr ähnlich und sehr gleich. Wir stellen die Expression von FAP im Tumor dar. Wenn die Expression sehr hoch ist, haben wir die Möglichkeit, eine FAP-Radioligantentherapie durchzuführen und eben eine innere Bestrahlung des Tumors einzusetzen. Das könnte ein neuer Ansatz sein, der auch für das Prostatakarzinom interessant ist. Wir haben die Möglichkeit, im Rahmen von klinischen Studien und Registern diese FAP-Bildgebung relativ breit anzubieten und haben eben bei einzelnen Patienten auch schon gesehen, wie in diesem Fall, dass das Prostatakarzinom auch einen FAP-positiven Phänotyp zeigen kann. Bei diesem Patienten sehen wir im MCRPC eine metastasierte Erkrankung, disseminiert metastasierte Erkrankung mit dem PSMA-PET-CT, aber wir sehen auch überwiegend PSMA-negative Metastasen, wie hier zum Beispiel im Oscillium links. Auf der anderen Seite, im Einsatz der FAP-Bildgebung, sehen wir, dass mehr Metastasen dargestellt werden können und dass auch diese PSMA-negativen Metastasen FAP-positiv sind. Also dass hier eine PSMA-Therapie nicht sehr weit führen würde und dass eine FAP-Therapie ein möglicher Therapieansatz ist für diesen Patienten. Der Patient hatte keine weiteren Therapieoptionen. Die PSMA-Therapie ist kontraindiziert. Wir können sie bei PSMA-negativen Metastasen nach dem aktuellen Wissensstand nicht einsetzen, sodass wir hier die Möglichkeit einer FAP-Radioligantentherapie angeboten haben über zwei Therapiezyklen, die eben aktuell läuft. Und hier sieht man eben diesen Bereich. Das sind Bremsstrahlaufnahmen, die jetzt nicht ganz so genau sind, aber man sieht zumindest eine Anreicherung auch im Bereich der Metastasen des Beckens bei diesen Patienten. Und wir warten eben aktuell auf die weiteren Ergebnisse des Follow-ups. Ihnen besser bekannt und auch klinisch in gewissen Bereichen oder Zentren schon angeboten, ist die Alpha-Therapie, also der Einsatz, der Wechsel von einem Beta-Emitter Lutetium zu einer deutlich härteren Strahlung, dieser Alpha-Strahlung durch Actinium-225. Das Konzept ist sonst ähnlich, auch der Therapieablauf ist sehr ähnlich.
Und hier sieht man zum Beispiel in Studien der Münchner Kollegen, dass bei Patienten, die austherapiert sind und die auch einen Progress unter der Lutetium-PSMA-Therapie zeigen, dass diese Alpha-Therapie noch durch die härtere Strahlung noch eine zusätzliche Wirkung erreichen kann. Man sieht hier das beste PSA-Ansprechen unter Lutetium-PSMA-Therapie und im Anschluss unter der Actinium-Therapie, nachdem der Patient eben unter Lutetium-Progredient war. Und man sieht also interessanterweise, dass in dieser Kohorte von Patienten die Actinium-Therapie auch bei den Patienten, die eben eine Zunahme des PSA-Werts gezeigt haben, noch in der Lage ist, Reduktionen zu erreichen und zumindest Therapieaktivitäten zu zeigen. Und auch die Alpha-PSMA-Therapie ist eben in prospektiven klinischen Studien und kann ein möglicher neuer Therapieansatz sein, ein effizienterer Therapieansatz. Aber wir müssen natürlich bedenken, dass auch in dieser Kohortenstudie die Nebenwirkungsraten, also vor allem die Hämatotoxizität, etwas höher ist als das, was wir vorher bei der Lutetium-Therapie gesehen haben. Das muss sicherlich für die zukünftige klinische Anwendung dann berücksichtigt werden, auch für die Therapiesequenz dann berücksichtigt werden, wenn diese Alpha-Therapie einmal zur Verfügung steht. Und damit haben wir den Ausblick gemacht und ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Fragen. Ganz herzlichen Dank für diese Zusammenfassung. Mein Mikrofon ist zwar grün, aber überträgt nicht. Ich kann mir vorstellen. Probier mal rot, kann man einen dritten gegeben. Ich war auch überrascht. Jetzt geht's. Ich könnte mir vorstellen, dass es Fragen gibt. Ich muss vielleicht sagen, für die Schweiz, wir haben gewisse andere Bedingungen. Wir sind im einen Bereich großzügiger. Wir haben das PSMA PET zugelassen für Staging vom Intermediate und High Risk, lokalisierten Prostatakarzinom. Bei Intermediate können wir, glaube ich, diskutieren. Und im biochemischen Rezidiv, aber nicht in der späteren Situation. Man muss auch sagen, dass praktisch alle Schweizer Zentren weg sind vom Gallium 68 aufs 18-Fluorid PSMA PET, was dazu führt, dass die Nuklearmedizin einen Standardsatz haben. Im 18-Fluorid PSMA PET hat es Knochenläsionen, die wahrscheinlich unspezifisch sind, aber wie unterscheiden wir unspezifische von spezifischen Herden? Und für die Therapie haben wir Zugang im Expanded Access Programm zum Lutetium PSMA 617, aber wir verwenden in einigen Zentren PSMA INT Lutetium, also auch nicht das gleiche Produkt, was wahrscheinlich auch zu anderen Ansprechraten führt. Genau. Vielleicht zum 18-Fluorid PSMA PET, das ist ja, hat praktische Vorteile, aber ich finde, es hat auch einiges an Nachteilen, was wir am Tumorboard häufig diskutieren. Haben Sie Erfahrung damit? Wir haben umgestellt von Gallium auf Fluorid. Wir haben beides in der Möglichkeit. Wir bieten zweimal die Woche Gallium an und einmal die Woche Fluorid. Das ist eben eine typische Umstellung aus technischen Gründen. Das ist deutlich leichter synthetisierbar. Diese Argumente haben Sie wahrscheinlich gehört, aber es ist natürlich sehr ungünstig, wenn aufgrund einer technischen Entscheidung dann die Situation auftaucht, die Sie gerade sehen. Das ist dieser typische Praxisschock. Also man sieht sich die Studien an und die Kollegen auf den Kongressen haben auch schon drüber geredet, aber dann, wenn es eingeführt wird, kommt eben genau das, was hinter den Kulissen passiert ist. Es gibt diese Knochenanreicherungen, die machen die Interpretation schwieriger. Und ich sage mal, mit mehr Erfahrung und vielleicht auch etwas sehr klinisch orientierten Kollegen kommen diese Rückmeldungen weniger, mit denen wir sind uns nicht sicher. Aber ich glaube, im Mittel wird mit dieser Fluoriddiagnostik, vor allem beim 1007, immer wieder dieser Satz drinstehen. Das ist auch unsere Erfahrung. Ich denke, wir werden besser, aber ich glaube, dass die PSMA-PET-Bildgebung da längerfristig wieder eine Verbesserung bräuchte. Das ist meine Meinung. Also das ist ein Zustand, in dem man das breiter anbieten kann. Das ist für Patienten sicherlich gut. Ein Zugang zu einer Diagnostik ist ja prinzipiell ein Vorteil. Aber in einer weiteren Entwicklung sollten wir doch wieder zu einer Bildgebung kommen, wo diese Knochensätze dann nicht drin sind, sondern wir, wie das bei der Gallium-PET der Fall ist oder vielleicht bei anderen Kupfer-PET und so weiter, der Fall ist, dass wir eben eine sehr saubere und sehr genaue Knochendarstellung haben. Wir haben ein ähnliches Problem, das muss ich dazu sagen. Und da sind wir auch in einer aktiven Kommunikation mit der besonderen Situation, dass wenn wir uns wirklich komplett unsicher sind, könnten wir noch eine Gallium-PET-Untersuchung durchführen und machen das in manchen Situationen auch. Ich glaube, gerade beim Staging, beim eigentlich lokalisierten Prostatakarzinom,
ist die Sorge, dass man dem Patienten eine lokale Therapieoption verwehrt, ja, weil man vermutet, dass kleine Knochenmetastasen, ja, vorliegen. Ich finde es sehr gut, dass Sie es schon so dargestellt haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, dass es wirklich eine technische Entscheidung war, da rüber zu gehen. Und wenn Sie in Zentren diese Rückmeldungen haben, die sehr schwierig sind, dann lohnt sich, glaube ich, oder es ist immer gut, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wir brauchen längerfristig wieder einen Plan dahin, da rauszukommen. Das ist kein Ausdruck dieser PSMA-Bildgebung, die jetzt irgendwie abdriftet, sondern das ist wirklich eine spezifische Situation für diese Liganden, die eben gekommen sind, ohne dass man auf diesen Aspekt zu genau geachtet hat. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Daniel? Vielen Dank für diesen sehr schönen, umfassenden Vortrag. Es ist ja sehr interessant, eben, dass wir die Hälfte der Patienten als metastasiert sehen, jetzt neu, wenn sie eigentlich primär bei der konventionellen Diagnostik nicht metastasiert waren, auch bei dem Patienten mit Metastasen mehr sehen. Wie können wir gewährleisten, dass Patienten auch so die Therapie nicht vorenthalten bekommen, die sie eigentlich eben theoretisch auch belegt sinnvollerweise bekommen sollten? Ich denke, teilweise sind auch die Limitationen für die Zulassungen nicht so formuliert, dass sie quasi frei interpretierbar sind in dem Sinn. Oder man hat zum Beispiel auch gar keine konventionelle Staging-Untersuchung. Müsste man die dann noch nachholen, um zu schauen, ob das dort nicht metastasiert ist? Oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, es ist zum einen so, dass wir in einer Übergangsphase sind und eine wichtige Erkenntnis, die aus meiner Sicht jetzt durchgedrungen ist, das ist vielleicht so eine Entwicklung des letzten Jahres, ist, dass PSMA-PET ist da, wird kommen und muss eigentlich in allen klinischen Studien eingesetzt werden. Es gab so eine Übergangsphase, da hat man gedacht, das könne man jetzt noch ignorieren. Aber das, um genau das zu vermeiden, muss man in Zukunft schauen, dass es immer an Bord ist, um Patienten, um dieses genaue Krankheitsbild besser zu stratifizieren. Und die Frage ist, wie geht man aktuell damit um? Wir hatten in dieser Übersicht auch als Zusammenfassung versucht, einen pragmatischen Conclusion oder Zusammenfassung zu geben, dass man eben diese Bereiche aufnimmt und sagt, dass eben nach der Nicht-PET-Bildgebung der Patient nicht metastasiert ist. Dass man diese Wörter mit einfügt, sodass jeder auch lesen kann bei der Anwendung der Medikamente, dass es sich eben um einen Bereich der Bildgebung handelt, der nicht diese neue funktionelle PET-Untersuchung darstellt. Das wäre aus meiner Sicht ein guter Kompromiss für diese Übergangsphase. Dann ist es auch schriftlich festgehalten, dass diese Medikamente eben nicht durch die PET-Ergebnisse beeinflusst werden sollten. Es bleibt trotzdem bei einem schwierigen Graubereich, denn wenn man eine PET-CT durchführt, ist ja auch eine Computertomographie-Komponente dabei. Und da ist es realistischerweise so, dass man natürlich auf einmal auf der CT irgendwas sieht, was man vorher nie gesehen hätte. Aber jetzt ist diese kleine Sklerose ist halt dann auf einmal doch aufgrund der PET eine Metastase. Und das ist für diesen Graubereich, der dann noch bleibt, braucht man dann dieses interdisziplinäre Team, das dann doch gemeinsam entscheidet. Nee, also das hätten wir so nicht gesehen vorher. Der Patient ist trotzdem noch ein Kandidat, beispielsweise für Apalutamid oder Enzalutamid in der Situation. Das ist ein guter Punkt, Daniel, weil der Schweizer Zulassungstext ist relativ klar nicht metastasiert. Ich glaube, man kann auch vorgängig sagen, man macht gar kein PSMA-PET, wenn man denkt, der Patient qualifiziert vielleicht für so eine Therapie. Weil wenn er ganz klar metastasiert ist, tue ich mich schwer, dann in der Kostengutsprache zu argumentieren, er ist nicht metastasiert. Unsere CTs beinhalten immer eine Kontrastmittelkomponente. Ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, Kontrastmittel verstärkt. Und ich habe jetzt gehört, verschiedene Zentren gehen wieder dazu über, immer noch zusätzlich eine Szintigraphie zu machen. Das scheint mir etwas ein Rückschritt, wenn man jetzt CT macht, PET, Szintigraphie, nur um zu bestätigen, er ist im konventionellen, so im neuen Imaging nicht oder metastasiert. Ja, absolut. Und das kann man eigentlich nur prospektiv auflösen, indem die Bildgebung mitläuft und man diese Kohorten charakterisiert. Also es wäre dann nicht mehr NMCRPC, sondern das wäre mit begrenzter Metastasierung. So würde man das auf der PET-Untersuchung dann beschreiben. Was aus meiner Sicht auch deutlich mehr Sinn macht. Also wenn jemand wirklich viszerale und eine hohe Tumorlast hat, dann ist er auch nicht mehr im NMCRPC-Setting. Es ist kein Low-Risk oder kein Patient mit begrenzter Erkrankung mehr. Zustand profitieren die Patienten von der Entfernung der Prostata. Also da ist nicht so, glaube ich, dass die Prostatektomierate wegen PSMA-PET abnehmen wird. Es gibt keine prospektiven Daten, die das bestätigen, das wissen Sie.
Die Studie läuft, die SWOG-Studie beinhaltet die radikale Prostatektomie oder Radiotherapie in der metastasierten Situation, aber wir wissen es bis jetzt nicht. Es gibt kleine Studien, die deutsche Studie wurde abgebrochen nach der Publikation der Stampede-Daten. Genau. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich wird sein wird wie bei der Radiotherapie der Prostata, wenn nicht viel Tumorvolumen da ist, dass die Patienten profitieren von einer lokalen Therapie, aber aktuell kann man das so nicht unterstützen. Beim PSA Spätrezidiv nach Operation hat ja eine gewisse Sensitivität von PSMA, PET-CT und auf der anderen Seite sollte man ja möglichst früh mit einer möglichst kurativen Salvage-Therapie bei einem PSA von vielleicht 0,2 beginnen. Wie sehen Sie da das? Genau, ich sehe es auch so, dass eine Salvage-Therapie, vor allem zielgerichtete Therapien, brauchen eine genaue Diagnostik. Wir sind aktuell da auch in der Übergangsphase. Wir wissen, dass die PET-Diagnostik den Tumor genauer lokalisieren kann, deutlich höhere Lokalisationsraten hat. Wir wissen, dass die Therapieentscheidungen auch angepasst werden. Und was wir jetzt noch brauchen, ist, dass wir sehen, dass diese angepassten Therapieentscheidungen auch ein besseres Outcome für den Patienten bringen. Diese Studie läuft beispielsweise als bizentrisch. UCLA, also Los Angeles, San Francisco, hat eine prospektive Studie, wo genau randomisiert wird zu Patienten, die konventionelle Bildgebung erhalten hatten und diese neue PET-Bildgebung. Insofern bin ich froh, dass diese Daten kommen werden. Parallel dazu ist es trotzdem so, dass für eine Salvage-Therapieentscheidung und einem niedrigen PSA-Wert aus meiner Sicht man das einsetzen sollte, um diese höhere Genauigkeit zu haben, für eine Strahlentherapieplanung beispielsweise. Was wir wissen, ist, dass wenn man diese genauere Lokalisation nicht hat, dass man Bereiche bei etwa 10-15% der Patienten wirklich Metastasen nicht bestrahlen wird, weil sie einfach außerhalb des Bestrahlungsfeldes sind, beispielsweise für die Salvage-Strahlentherapie. Und das kann aus medizinischer Sicht kein gutes Konzept sein, denke ich, wenn die Bildgebung vorhanden ist. Aber jetzt beim PSA 0,2 nach radikaler Prostatektomie, PET zeigt nichts, dann gibt es eben zunehmend die Tendenz, dass man sagt, man wartet und wiederholt das PET, anstelle den Patienten der Radioonkologie zuzuweisen. Genau, das ist da auch so eine gewisse Übergangsphase. Also ich kenne beide Situationen. Das ist vielleicht auch eine Absprache mit dem Patienten, je nachdem, wie er vorgehen möchte. Ich kenne die Situation, dass man dann lokal bestrahlt, Prostata-PET, und sagt, da wird es wohl sein. Die Diagnostik ist nicht 100% genau und der wahrscheinlichste Ort wäre dann eben im Bereich des Prostatabetts oder auch abzuwarten, wenn der Patient damit einverstanden ist, nach 6-12 Monaten eben nochmal nachzuschauen. Was besser ist, ich glaube, da gibt es keine Daten aktuell. Das Erstere wäre ja wahrscheinlich das Standardvorgehen, also die PET erstmal zu ignorieren und zu sagen, es hat vorher auch geklappt, die PET muss uns nicht unbedingt beeinflussen in der Therapieentscheidung. Also im Moment ist die Empfehlung, wirklich beim frühen PSA-Rezidiv dann die Strahlentherapie durchzuführen. Die zusätzliche Diagnostik hilft ja auch, Patienten dann zu erkennen, die vielleicht doch schon metastasiert sind, dass sie eben zu einer anderen Therapieüberlegung dann kommen. Und wenn man dann wartet, geht man eben das Risiko ein, dass natürlich der Wert deutlich höher ist und damit wird die Prognose schlechter für die Patienten oder dass sie wirklich schon mit einem makroskopischen Rezidiv kommen und damit wird die Prognose nochmal deutlich schlechter. Darum ist wirklich der Standard im Moment beim früh im PSA. Einfach das Therapiefenster nicht verpassen. Genau, deswegen. Deswegen im Moment ist die Empfehlung, früh dann zu behandeln. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte für diese Bildgebung. Das eine ist die Lokalisation als eine technische Voraussetzung für eine Entscheidung. Und da kann man sich auch davon unabhängig machen. Und die zweite Aspekt, und da müssen wir genauer hinschauen, aber ich denke, dass die Daten werden das irgendwann hergeben, ist auch ein prognostischer Aspekt. Also wenn ich diese negative Bildgebung habe, kann ich meine Therapieentscheidung treffen und ich weiß zusätzlich noch, wahrscheinlich ist das Risiko für den Patienten aktuell eben nicht sehr, sehr hoch, weil er eben keine Metastasierung hat. Aber für diesen Bereich fehlen uns aktuell noch die Daten, da sind wir dran. Letztlich hängt das an den Follow-up-Zeiten. Wir haben ja in Deutschland angefangen, glaube ich, 2012. Das heißt, wir nähern uns dem ersten 10-Jahres-Follow-up und da möchten wir jetzt ran an die Daten. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Eine klinische, in der Vision-Studie wurde ja Lutetium kombiniert mit Protocol-Permitted Standard of Care. Die meisten bekamen Abiraterone oder Enzalutamid. Und es gibt Leute, die sagen, das fördert die Expression von PSMA. Soll man jetzt das kombinieren oder soll man sagen, ja nein, die Patienten hatten schon eine endokrine Therapie, waren resistent darauf, wir geben lieber die reine Lutetium-PSMA-Therapie?
Genau, also es sind Beobachtungen, dass es die PSMA-Expression steigert und mehr haben wir aktuell nicht. Es ist so, dass es schwierig vorauszusehen, wie es sein wird, aber bei Patienten, die eben schon viele Hormonvortherapien hatten, glaube ich, dass dieser Start einer Enzalutamid-Therapie vor PSMA-Therapie keinen wirklichen zusätzlichen Boost bringt. Also ich würde in der aktuellen Situation, wo die Datenlage noch nicht eindeutig ist, einfach eine separate Entscheidung treffen. Also wenn es einen Grund gibt, der Patient hatte zum Beispiel unter einem dieser Paare schon angesprochen und ich sehe einen möglichen Zusatznutzen, dann wechsle ich auf den anderen von ABNSA oder andersrum, da gibt es ja auch eine Sequenzempfehlung mittlerweile, dann kann ich das machen als separate Entscheidung und ich glaube, die Daten geben her, dass man das parallel laufen lassen kann. Aber ich würde nicht wegen einer PSMA-Therapie dann noch Enzalutamid vorher starten mit dem Konzept, dass die PSMA-Expression sich steigert. Ich glaube, an dieses Konzept müssen wir ran. Das wäre wirklich erst etwas für eine vorgeschaltete prospektive Studie, um wirklich zu schauen, ob man hier was erreichen kann. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt noch